Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Runde von Super Mario Maker 2. Ja, hier wird 2 gesagt. Ich bleib dabei. Egal, Kedos, nein, ist egal. Es ist mir einfach egal, Kedos. Es ist nicht 2. Bei dir ist meinetwegen 2, ja. Ich sag 2. Ein bisschen mehr Toleranz bitte, ja? Dankeschön. Und wir spielen heute neue Level. Oh, ganz viele neue Mitteilungen. Da schauen wir gerne mal rein. Vielleicht hat jemand mein Level gespielt. Ja, tatsächlich. Kevin22 hat's geschafft. Red Sea, mein schwierigstes Level, würde ich mal behaupten. Wenn ihr wollt, gern mal ausprobieren. Kevin22, Respekt. Der hat's auf alle Fälle als Zweiter, glaube ich, sogar geschafft. Wer war denn davor? Wer hat es denn davor geschafft? Bislang gab es ja nur einen, der das geschafft hat. Es ist wirklich knifflig. Es ist schon, puh, aber viel Spaß damit. Wir spielen nämlich heute ein Level, das ich, lassen Sie mich kurz schauen, am 4. August schon einmal gespielt habe. Habe ich auch aufgenommen und hatte damals gedacht, okay, ich spiele erstmal ein einfaches Level und dann noch das hinten dran. Ich dachte mir, tja, ein bisschen anspruchsvoll, geil. Abschlussrate immer noch 0%. Geil, es gibt immer noch niemanden, der dieses Level geschafft hat. Das ist ja unfassbar. Und ich möchte heute daran arbeiten. Ich habe über eine Stunde an diesem Level schon gesessen. Hä? Aber warum geht denn das nicht? Jetzt. Schnell weg von hier. Nein, was? Och nee. Was ist denn hier los? Und jetzt. Aus der Kalten. Machen wir es nochmal. Probieren wir es nochmal. Geil. So, ich weiß natürlich schon so ein bisschen was über das Level. Ich weiß ungefähr, wie es aufgebaut ist. Ich kann euch sagen, es ist ein einziges Wirrwarr. Oh, Moment, wie rennt man nochmal? So. Es ist im super sweeten New Dingenskirchens Modus gemacht. So. Super Mario Brothers, you know the Brothers style. Oh Gott, jetzt kommt die Warp Zone. Genau, es ist Wahnsinn. Ich bin noch voll drin im Game. Ihr werdet euch jetzt so denken, wow, die Geigen schmeigen, der hat das ja voll drauf. Ja, ein bisschen habe ich mir was gemerkt einfach. Ja, ein bisschen habe ich mir das gemerkt. So, jetzt kommt aber schon der knifflige Part. Wir müssen hier lang diese Eiszapfen mitnehmen. Und oh Gott, wie war das? Ja. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Und Ogo Nogo müssen wieder von vorne anfangen. Wie war das denn nochmal bei den Dingen? Ich glaube, es ist besser, wenn ich unten lang laufe. Und und unten lang laufe. Und dann von hinten auf den Thomp drauf springe. Und damit diese rote Münze mir schnappe. Denn die brauchen wir auf jeden Fall. Und ich sage euch, das ist nicht so einfach, diese roten Münzen immer zu bekommen. Und das war auch in der Aufnahme damals. Es war grauenhaft. Es war einfach nur grauenhaft. Und dann ist noch meine Aufnahme immer abgeschmiert. Der Akku hat irgendwann nicht mehr gehalten, weil der halt nicht so lange geht. Also nicht so lange hält. Da muss ich mir eh mal was überlegen. Ich habe da die Überlegung, mir mal eine neue Kamera anzuschaffen. Ah, es kostet auch wieder alles Geld. Und das ist nicht so einfach. So, Leute. Jetzt gehen wir hier rauf. Fahren mit dem mit. Und jetzt wird's spannend. Wir müssen hier abspringen und in diese Röhre rein. Und zwar ungefähr so, dass wir halbwegs schräg unterwegs sind. So, jetzt gehen wir hier rein und ich sag euch, das ist wieder, ey, ich habe so lange gebraucht, ehe ich hier hingekommen bin. Vielleicht habe ich das sogar reingeschnitten in die Folge, kann natürlich sein. So, weil das auch alles mit Zeit zu tun hat. So. Oh no. Wolke. Ha. So. Jetzt geht's hier rüber. Jetzt muss ich den Timer mitnehmen. Oh, Alter, jetzt geht's ab. Das wird jetzt, ich sag's euch, das ist der Wahnsinn. Das habe ich so auch noch nie erlebt, noch in keinem Mario-Level-Spiel. Auch nicht bei Kedos. Das Problem ist, man weiß einfach nicht, wie man springen muss in diesem Spiel.
man weiß einfach nicht, wie diese Schildkrötendinger da runterploppen. Wie man am besten springt und wohin, dass man wirklich safe ist. Ich habe das Gefühl, es gibt nur einen richtigen Weg und den musst du erstmal finden. Und ich habe lange danach gesucht. Und ihn nicht gefunden. Ich bin ja schon mal froh, dass ich das hier noch alles noch drauf habe. Ich habe Ewigkeiten kein Mario Maker mehr gespielt. Ich habe nur die Let's Plays bei Kelos gesehen. Oh nein, da war ich zu gierig. Also egal, was jetzt hier in diesem Video passiert, ich werde diese Folge hochladen. Ob ich das jetzt schaffe oder nicht, das ist mir egal. Es wird dieses Video geben mit diesem Level. So, jetzt warten wir kurz. Ist natürlich auch nicht gut gemacht, ne? Also für einen Speedrun eignet es sich jetzt eher nicht. So, erstmal warten, dass die Eiszapfen wieder da sind. Da sind sie auch. Hallo, guten Tag. So, einmal rüberrennen zu unserem Thompy Thomp. So. Und los, los, mein Freund. Bringe mich ans andere Ende der Karte. Ich habe mal geguckt, es geht auch weiter, so ist nicht. Aber ich glaube, wir müssen wirklich hier lang. Das sagen ja auch die Pfeile. Und ich glaube, es ist kein Troll-Level. Das ist schon der richtige Weg. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, was danach passiert. Ne? Also das muss man auch sagen. Ich habe keine Ahnung, wo es genau dann hingeht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Na. Oh. Oh. Ah. So. Ja, komm. So, jetzt kommt wieder hier rot. Blau. Da muss ich mal ein bisschen still sein, damit ich meine Switch höre. Weil ich sonst die Sounds gar nicht im Ohr habe. Hä? Hä? Nein! Nein, ich hatte die Münze! Ich hätte einfach... Ach, das ist doch so gemein! Und da ist die Tür! Oko Noko! Nein! Nein! Oko Noko! Oko Noko! Leute, nein, 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 huja! Oh, ari, ari, ari! Akkaru! So, Freunde, komm! Ich will Eis, Eis, Baby! Dim, 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 dim! Eis, Eis, Baby, Baby! Dim, dim, dim! Mario will die Münze! Dim, 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 dim! Und dann will er in die Röhre, Baby! Dim, dim, dim! Dann holen wir uns die dritte Münze! Und dann gibt's ja noch zwei! Ich glaube, das war zu schnell. War das zu früh? Nö. Ach, das passt ja. So, okay. Wir holen uns jetzt die nächste rote Münze. Ja? So ganz easy peasy. Guck mal hier, das macht er schon ganz toll, macht das der Mario. Ganz toll. Und dann, oh, das passt gerade ganz gut. Und dann müssen wir nur noch durch die Tür. Wir müssen uns halt merken, wo wir genau lang müssen. Von dort kann ich ja nicht springen, nee. Nein, 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 mein Oberschenkel brennt. Ich glaube, manchmal ist es wirklich gut, bei einem Super Mario Level, in dem man nicht weiterkommt, wirklich mal längere Zeit zu pausieren und dann wieder dahin zurückzukehren. Ich glaube, das ist ein richtiger Vorteil, weil ich merke einfach, wie ich gerade diese ganzen Punkte hier viel leichter bewältigen kann. Und eben zu diesem kleinen schwierigen Punkt komme, den ich bislang nicht geschafft hatte. Allerdings weiß ich auch, dass noch keiner das Spiel geschafft hat, also das Level. Deswegen habe ich ein bisschen Angst davor, was da noch kommt. Weil bis jetzt sieht es ja noch ganz okay aus, ja. Ihr seht das schon, aber was folgt da noch? Was folgt? Es sind ja da noch zwei weitere rote Münzen, die ich theoretisch sammeln muss. Okay, Leute, wir wissen Bescheid. Es sah ja echt gut aus. Es sah wirklich gut aus. Das muss man ja mal so fairerweise mal sagen, ne? Jetzt müssen wir das genauso nochmal umsetzen. Wie hab ich das gemacht? Ich habe mich hier fallen lassen.
Nein! Ho! Ich bin drin! Was muss ich jetzt machen? Das ist ja nicht das Ziel. Wo muss ich hin? Nein. Oh nee. Das ist halt echt, das ist so ein Level. Boah. Aber wisst ihr, was das Krasse daran ist? Der Ersteller hat's ja geschafft. Du kannst das Level nicht hochladen, wenn du es nicht selbst geschafft hast. Das heißt, es ist definitiv machbar. Man muss halt immer nur herausfinden, was genau gemacht werden muss. Also ich muss ja irgendwie auf diese Kugelwillis drauffallen. Und zwar so, dass ich mit denen springe oder so. I don't know. Irgendwie sowas. I guess. Okay, Leute. Wir sind wieder hier. Wo wir vorhin schon waren. Was mache ich denn? Ich sehe jetzt erstmal, wie das mit diesem wie das funktioniert. Das war jetzt schon. Ach so, warte, ich muss hier hin. Das ist halt auch alles Zeit. Aber es ist nicht so wild, weil ich in letzter Zeit eh nicht so viele YouTube-Videos gemacht habe und ich dachte mir, okay, du machst halt jetzt eins. So, das kann doch mal ein bisschen dauern. Ihr habt doch Zeit. Ihr guckt's euch doch an. Sei es kein Stress. So, komm, Mario, ab mit dir. Aber fragt mich nochmal, wenn die Aufnahmezeit eine Stunde beträgt. Fragt mich, wie es dann läuft. Ist, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie Kelos das macht zum Beispiel. Der nimmt ja teilweise 3 Stunden Videos auf. Ich würde ja schon durchdrehen wegen meiner Kamera hier. Das ist ja meine Spiegelreflex, ja? Und der Akku hält einfach nicht so lang. Und man kann die Kamera aber auch nicht an Strom direkt anschließen. Das geht halt auch nicht. Und das heißt, du musst dann irgendwann sagen, okay, du musst jetzt theoretisch die Aufnahme pausieren. Weil du kannst die Festplatte ja nicht unendlich vollstopfen. Die Kamera halt erstmal laden, dann wieder anstecken. Und das ist alles Käse. Das ist alles Käse, ist das. Ja. Und deswegen nervt mich das manchmal so ein bisschen. Und dann verliere ich die Geduld. Alter, das war knapp. So, rapp aufs Rote. Rapp aufs Ote. Und aufs Blaue. Und wieder Rot. Dann wieder Blau. So, jetzt müssen wir wieder vorlaufen. So. Hu, ha, hu. Ich bin ein Weltmeister. So, dann müssen wir hier reingehen. Und... Nee. Das muss schon von oben bis unten. Wir müssen das schon dann ganz oben und dann aufs nächste und dann wieder aufs nächste. Das ist schon so gemacht, glaube ich, dass du ganz oben springst, dann aufs nächste, dann wieder aufs nächste, bis du halt dann ganz drüben bist. Ach, Leute, und dann brauchen wir ja immer noch, die Münzen. Hallo, ich bin wieder da. Also manchmal, da ist schon Geduld gefragt. Und vor allem auch Lust. Man braucht Lust. Man muss die Lust haben. Auf Super Mario Maker 2. Jetzt habe ich selber 2 gesagt, verdammt. Hoppala. So, jetzt wieder fallen lassen. Oha! Oh, das war schon gut. Das war in Ordnung. So, jetzt springen wir ganz schnell hoch. Oder warten erstmal. Hä? Alter Schwede, ey. Wie krass war das denn? Okay, jetzt, wir gucken uns das jetzt erst nochmal an. 1, 2, 3, 4, 5 Kanonen.
Und eine wird ein bisschen weiter hinten geschossen. Wir haben aber festgestellt, wenn wir mit denen mitfliegen, also wenn wir relativ spät erst springen, dann klappt das zeitlich nicht. Ich will mal was. Wie ist denn das? Ah. Kann das sein? Nein, nein, ich wollte da oben. Ich wollte auf... Nein. Da schmiert mir glatt die Facecam ab. Oh, ärgerlich, gerade in dem Moment. Ihr habt bestimmt gesehen, was ich machen wollte. Ja, mal gucken. Wir kriegen das schon noch hin. Ich bin da frohen Mutes. So, fahren wir wieder rüber einmal. Einmal Fahrschein vorzeigen, bitte. Dankeschön. Das mit den Kugelwillis. Ja, das könnte schon etwas anspruchsvoller werden. Alter, das war arscheng. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, wieder rot. Oh, Alter. Wow. Okay, krass. So. Ist wieder hier. Boah, ey, das... Ne, langsam wird das was. So, und jetzt wieder hoch. Warum? Nein. Oh Gott. Ups. Na. Das ist jetzt halt unnötig, ne? Das ist halt einfach nur unnötig. Das sind so diese Pausen, wo ich mir denke, okay, da brauchst du erstmal nichts kommentieren. Oh, da passiert mir sowas. Ich weiß es nicht. Aha. Okay, es sind andere Abstände. Aber warum? Ist das Rätselslösung? Oder muss ich dann immer so springen? Weil das gibt's auch. Aber das kann doch nicht Sinn und Zweck sein, oder? Nee, oh Mann, warum? Och, das ist doch blöd. Aber vielleicht bedeutet das ja, dass ich wirklich nur hochspringen muss. Und dass ich nicht die Flugbahn verändern muss, der Kugelwilli, sondern einfach nur hochspringen. Und mehr nicht. Das kann ja sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gedacht ist. Ich meine, auf der anderen Seite hat er natürlich diese eine Kanone nach ganz oben befördert. Und die ist nicht nebendran. Die fliegt ja ein bisschen später los. Das muss ja zeitlich genau geplant sein. Das muss abgepasst sein auf die Millisekunde. Ja, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ob das am Ende wirklich so ist, schwierig zu sagen. Noch hat ja kein Plan funktioniert. Und sei es nur aufgrund der Tatsache, dass ich irgendwelchen Müll gemacht habe. So, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Tippitoppi. Es ist schon ein cooles Level. Es ist cool aufgebaut, auch mit dem Hintergrund. Das gefällt mir. Es ist ein einheitlicher Stil. Also, kleines Zwischenfazit einfach mal zu dem Level. Ich mag es sehr. Und vor allem sind das halt keine Trolls oder ähnliches. Es ist wirklich einfach nur ein bisschen kniffliger. Und verschiedene Elemente, die hier mit eingebaut worden sind, das ist schon toll. Also, das ist sehr anspruchsvoll, würde ich mal behaupten. Ich meine, 0% haben dieses Level geschafft. Das kommt ja nicht von ungefähr. Wobei das schon ein bisschen krass ist, dass es wirklich noch gar keiner geschafft hat. Ich habe es Anfang August gespielt, ja. Das sind fast 2 Monate jetzt dazwischen. Also, puh. So, jetzt keine Dummheiten bitte, sondern normal weiterspielen. Danke. Ja. Gut, alles prima. Jetzt wieder rein. Und ich würde es jetzt einfach direkt mal mit diesen höheren Sprüngen versuchen. Oder? Was sagt ihr? Ich meine, wir können natürlich... Die hier meine ich. Hä? Ja, das meine ich eigentlich. Warte mal. Wieso klappt das denn nicht? Das klappt... Hä? Oder muss ich gedrückt halten?
Ah, okay. Das ist doch Wahnsinn. Man kommt dann halt auch so ins Grübeln, weißt du? Du sitzt dann da und denkst dir, bin ich denn total bekloppt? Was stimmt denn nicht mit mir? Also passt auf, ich werde als nächstes jetzt wirklich direkt hochspringen und dann immer lange gedrückt halten, diese eine Taste hier mit diesem hohen Sprung, in der Hoffnung, dass ich es dann vielleicht schaffe. I don't know. Man kann es nur probieren. Wenn das dann auch nicht geht, dann probieren wir es nochmal mit diesen unterschiedlichen Abständen. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Das war nix. Ich hab's geschafft! Hä? Wie? Was? Wieso Batterieleistung? Nee! Nein! Aber das war richtig! Hör mir doch auf mit der Batterieleistung! Die Controller gehen immer aus! Da kannst du nichts ändern! Die Controller, die Batterien sind immer Schrott! Die anderen Controller, ja? Die habe ich voll geladen und habe die draußen liegen lassen. Die waren aus! Die sind wieder leer! Die sind einfach wieder leer! In der Zwischenzeit waren die hier dran, die haben eine Weile geladen, die normalen roten. Aber auch nur noch bei 70% gewesen. Einfach so! Die Wii, sag ich schon. Die Switch war eigentlich leer, war vollgeladen, interessiert sie nicht. Als würden die einfach Strom verbrauchen, einfach so. Die ist ausgeschaltet, aber zieht trotzdem Strom. Ich weiß nicht, keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wenn ihr Tipps habt, dann bitte, sagt's mir, bitte. Nein! Nein! No, ogo nogo. Weil Stand jetzt habe ich echt das Gefühl, ich sollte weniger quatschen und mehr spielen. Also, das war jetzt nicht ganz so sauber, aber immerhin geht's wieder vorwärts. Jetzt kommen wir langsam in die Phase. Das ist Aufnahmezeit 40 Minuten, ne? Leichte Konzentrationsfehler oder diese Schusselfehler, die hier so passieren, wo man nicht so genau weiß, woran liegt es jetzt eigentlich. Ich habe doch ganz genau auf Springen gedrückt. Ja, und da macht sich so ein bisschen die Verzweiflung bemerkbar, ne? Das ist... Oh. Komm, spring ab, Mario. Und jetzt kuller dich in die Warpbox. Sweet. Wie ein Bausparvertrag. Wie konzentriert man halt auch immer wird, ne? Weil man will ja dann immer genau an den Punkt kommen, wo es dann weitergeht. Und dort will man dann kommentieren. Aber vorher, da ist Concentration gefragt, Leute. Da müsst ihr hoch konzentriert sein. So wie ich jetzt gerade. Nein! 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 Mann! Aber jetzt sind wir schon so weit gekommen. Wir sind schon so weit gekommen. Das kann doch nicht für umsonst sein. Und man muss es ja auch in der Zeit schaffen. Also es kann ja jetzt nicht so ewig lang gehen, das Level. Das scheint schon alles ziemlich gut abgetaktet zu sein. Ne? Muss man schon sagen. Okonogo! 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 Es kann natürlich auch sein, dass das Level gar nicht so schwierig ist und ich mich einfach nur komplett wie ein Dulli anstelle. Es wird schon viel abverlangt, ne? Muss man... Nee! Och, Leute, Herr im Himmel, ich bestelle gleich bei Amazon einmal eine große Brausetablette zum Runterschlucken, um runterzukommen. Nee, Leute, kauf bitte bei euch im regionalen Handel, bitte. Eye of the Tiger, na 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 na, ich brauche Motivationsmusik. Of the Tiger, für Mario Maker. Du. Alter. Alter. Alter! Das sind halt wirklich dullige Tode. Dullige Tode sind das. Ey, geh mir nie auf den Keks mit Batterieleistung. Die halten jetzt hier. Ich bitte euch. Ich kann noch wechseln. Ich habe noch zwei. Alles gut. Aber trotzdem, das ist doch dumm. Das ist einfach nur dumm. So, jetzt machen wir hier wieder unsere Dinger. Ne?
Das war knapp. Alter, geil. Geil. Wir haben es wieder geschafft. Okay. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Wo geht's hin? Wo muss ich denn hin? Wohin? Oh, Leute. Nee, 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 nee. Nein! Nein! Nee! Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst! Das gibt's nicht. Das kann ich. Ich hatte es schon! Das waren Sekunden, weil ich bei dem Hochsteigen zur Treppe einfach nicht richtig aufgepasst habe. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also das ist jetzt wirklich... Oko Noko! Oko Noko! Du mich auch, Mario! Du bist doch so ein kleiner Oko Noko! Oko Noko! Coco Jumbo! Jetzt ist vorbei! Jetzt merkt man's! Jetzt merkt man's! Ich muss mich nur zusammenreißen! Das ist alles! Ich muss mich nur zusammenreißen! Es ist alles machbar! Es ist anspruchsvoll! Ja? Aber nicht unmöglich und auch jetzt nicht so, dass ich sage, okay, hier Kaizo Pro Level, da musste also Super Mario Maker 2 studiert haben. Ja, so ist es nicht. Auch jemand wie ich, der sich nicht Weltmeister schimpft, kann dieses Level bezwingen. Wisst ihr, was eigentlich ganz witzig ist? Ich habe permanent Angst, dass hier irgendwas nicht richtig aufgenommen wurde. Dass der Ton irgendwo hängt, dass die Facecam nicht richtig mitgemacht hat. Irgendwas in der Art. Na, es geht. Nö, passt. Alle... Ey, komm! Das ist jetzt... Das ist nicht euer Ernst. Weniger reden, mehr spielen. Weniger reden, mehr spielen. Einfach concentrated wide again. Concentrated wide again. Together, the concentrated wide again, Mario of life. So, komm. Jetzt komm. Jetzt machen wir's. Ich gebe mir Mühe, Leute. Ich gebe mir Mühe. Eine Stunde Aufnahmezeit. Geil. Geil, Leute. Wir machen das tiefenentspannt. Nee. Nein. Was? Nee. Also jetzt. Also, nö. Wir machen das ganz entspannt, sagt er. Wir machen das ganz entspannt. Und was macht er dann? Nee, dann macht das nicht entspannt. Dann macht das cholerisch. Ist die Facecam schon wieder ausgegangen? Hallo. Ah, schlimmer als bei PewDiePie hier. Einmal wieder rüber, dann wieder runter, dann wieder rüber, dann wieder runter, dann wieder rein und dann wieder hoch und ach, hör mir auf. Schlimm. Konzentrier dich doch mal. Mach doch nicht so husch husch. Meine Lehrerin in meiner Schulzeit, immer. So, einmal hoch. Hallo? Was? Okay. Ho. Ha. Okay. Ich bin leicht überfordert jetzt. Nein! Mann, nee. Wir sind ja wirklich kurz davor. Wir müssen immer wieder diesen Weg gehen. Das frisst Zeit, das frisst Nerven und offensichtlich auch Batterieleistung. Jedes Mal ein Stück erschrocken. Also nicht erschrocken, aber jedes Mal extrem angespannt. Batterieleistung lässt schon wieder nach. Ja, ja, lass mich mal in Ruhe. Okay.
Warum? Ich will einfach nur das Level beenden. Das ist alles. Ich war ja schon da. Wenn ich das nicht bei diesen Treppensteigen so verhauen hätte, ne? Wenn ich es da nicht verhauen hätte, da hat es sich ja wirklich nur um Sekunden gehandelt. Was anderes war es ja nicht. Dann hätten wir jetzt schon längst feiern können. Da hätten wir hier Sekt getrunken und so. Also natürlich nicht, weil keiner macht den Drogen, ne? Kein Alkohol und so. Ihr wisst Bescheid, ich trinke eh nichts. Aber, ne? Auf eine kalte Cola ohne Eis. Hallo? Nein, 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 ich wusste es! Ich hab das dann gesehen und dachte so, oh komm, mach's nochmal, Baby, ja! Und ich dachte, nee, mach's nicht. Und dann war es schon zu spät, weil ich dachte mir, hey, ich bin Mr. Cool. Aber ich bin's nicht. Nicht in Super Mario Maker 2. Ich muss es doch mal solide zu Ende spielen können. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das sind ja alles peinliche Fehler. Das hat ja nichts mit der Schwierigkeit des Levels zu tun, sondern einfach nur, weil ich doof bin. Das müsste jetzt eigentlich von der Zeit passen. Ja. Okay. Wir springen jetzt nicht nach da unten. Sondern hier hin. Gut, der kommt dann nicht ran. Die sind ja immer im Kreis unterwegs. Ich dachte, da wäre noch einer. Nicht? Das ist doch, kann doch nicht alles wahr sein, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte zu dem Rechten springen müssen, ich Idiot. Jetzt werde ich langsam sauer auf mich. So, ihr Lieben. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt aussieht. Ist mir aber auch relativ wurst. Der Akku meiner Kamera ist ausgegangen, wie ich es befürchtet hatte. Also er hält eine gute Stunde, länger nicht. Und ich habe jetzt einfach mein neues Handy hingestellt und das filmt mich jetzt. In der Hoffnung, dass ich damit dann auch arbeiten kann und dass das qualitativ auch was hermacht. Canon 600D, falls da jemand Ideen hat, wie man das machen kann mit dem Akku. Ich bin mit Bungen! Ist doch nicht drin. Ich drücke immer auf dieselben Knöpfe, auf dieselbe Art und Weise. Und dann ist es trotzdem nicht richtig. Ah, ist das... Es ist so zum Mäusemelken. Es ist einfach nur zum Mäusemelken, ehrlich. So. Es ist leer. So. Wir kennen das Spiel. Ey, das ist jetzt eine anderthalbe Stunde. Ich war an diesem verdammten Ziel. Ich war an diesem verdammten Ziel. Vor über einer halben Stunde war ich da. Und jetzt eier ich seit einer halben Stunde rum, nur um es da wieder hinzuschaffen. Ey, ich... Das ist doch unfassbar! Ich drücke auf diesen Cursor. Ich will ihn rausreißen. Ich möchte ihn entfernen. Und gegen den anderen austauschen. Der war schöner, aber da ist ja der Akku jetzt leider leer. Das heißt, ich kann mit dem nicht mehr arbeiten. Warte nicht, Schwimmerschiff auf die Badehose. Ich weiß, aber es ist noch mal so. Ich kann nichts dafür. Ich merke doch den Unterschied zwischen diesen beiden Control-Sticks. Eine Stunde 30 und ich nehme mit meinem Handy als Facecam auf. Das kannst du auch keinem erzählen. Na gut, das ist die Technik von morgen, von heute, von, keine Ahnung, vielleicht sogar von vorgestern. Ich bin einfach nur zu alt und benutze noch normale Kameras. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was andere so benutzen. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, welche Kamera Kedos zum Beispiel benutzt. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass er noch diese Logitech C920 hätte. Aber die habe ich ja auch und die sieht ja furchtbar aus. Die kann es ja nun wirklich nicht sein. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Es sei denn, ich bin einfach nur zu blöd, die einzustellen. Aber ja, sieht immer total grieselig aus. Nicht gut ausgelichtet, selbst mit so einem Licht, das ich jetzt hier verwende. Und mit der normalen Spiegelreflexkamera, da macht es schon was her. Das habe ich definitiv nicht gedrückt. Ich habe es definitiv nicht gedrückt. Habe ich nicht. Jetzt oder nie. Es ist so dumm. Jetzt gilt es wirklich, Nervenstärke zu beweisen. Das ist Fakt. Anders können wir das jetzt, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Das ist halt so. Jetzt musst du kämpfen. Jetzt musst du richtig beißen. Jetzt musst du es wollen. Viel Spaß beim Zusammenschneiden, Zukunftsgiga. Man hat ja sonst nichts zu tun.
Also das ist echt unfassbar, dass ich es nicht hinbekomme, dieses Level hier vernünftig zu Ende zu spielen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist doch einfach nur der Wahnsinn. Das könnte jetzt aber ein ganz guter Run, glaube ich, werden. Also ich fühle mich zumindest relativ sicher. Ja, also war eigentlich, also vom Timing her war das gut soweit. Jetzt müssen wir jetzt, das, ne, so. Danke. So, jetzt, wenn das jetzt nicht da ist und es blinkt, dann fahre ich lieber nochmal runter. Okay, ich wollte schon wieder fast, ne? Hab das gemerkt. Also das war jetzt dumm. Warum habe ich nicht gewartet, ich Idiot? Hätte ja ein bisschen warten können. Okay. Wenn ich wüsste, wie die sich so bewegen. Es war doch noch mal unten eins, ne? So. Leute, jetzt. Konzentration. Ja! Oh mein Gott! Bitte, bitte lass es das Ziel sein. Oh! Ja, Mario, springe! Ich hab's geschafft! Erster! Jesus Christ! Ich hab's geschafft! Ich... 1:41. Toll! Toll! Technikprobleme, Fehler gemacht, viel zu lang gebraucht. 3:04 insgesamt. Jetzt kommt irgendeiner, der sagt, ja, ich mach's in 1 Minute, ist gar kein Problem. Ist egal. Ob ihr den Rekord jetzt schlagen wollt oder nicht, oder ob ihr das schafft, ist es Wurst. Ich habe das Level einfach gemeistert, ja? Ich habe my inner devil besiegt. Aber es hat auch Spaß gemacht. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich bin halt einfach froh, dass ich's beendet habe. Ihr Lieben, ihr könnt das sehr gerne auch ausprobieren, wenn ihr wollt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch was Schönes zusammengeschnitten. Ihr könnt gerne auch in die anderen Folgen reinschauen von Super Mario Maker 2. Ich habe aber auch mal neulich Tiny Tanks gespielt mit dem lieben Fab. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Die Links werdet ihr jetzt bestimmt irgendwo eingeblendet finden. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video hier positiv bewerten würdet und irgendwas Motivierendes, ein motivierendes Zitat vielleicht in die Kommentare schreibt. Oder irgendwas. Die lustigste oder schwierigste Stelle. Oder keine Ahnung, irgendwas. Lasst euch, komm, ihr seid kreativ. Raus damit. Hoppala. So, ansonsten abonnieren, teilen und Glocke nicht vergessen, damit ihr immer seht, ah, da hat was Neues hochgeladen, würde ich mich sehr freuen. Abonnieren natürlich grundsätzlich erstmal vor der Glocke und die Glocke dann gleich mit. So, liken haben wir auch schon gesagt, teilen wäre natürlich optimal, Kommentar dazu schreiben, auch geil. Unterstützung ist halt schon nice. Mich gibt's auch auf Twitter, Instagram und Twitch, ne? Also könnt ihr auch vorbeischauen, wie ihr mögt. Ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage, macht es gut und bis dahin, euer Giga Greevy. Ciao, ciao. Ich hole mir jetzt ein Eis.